zurück zu meinem Let's Play Civ 6 Sparta. Wir haben einen kleinen Religionskrieg mit Arabien gestartet und haben die ersten richtigen Konflikte. Na, wir werden gleich einmal da. Na, da ist noch mehr Konflikt. Was haben wir da geschossen? Unser Militär hat gelernt, zwei Militäreinheiten zu einem größeren Korps zu kombinieren. Nationalismus erzeugt Nationen und nicht andersherum. Können wir stärker. Stärkere Einheiten können wir dadurch machen. Um 50% weniger Kampfstärke-Reduktion, wenn sie verletzt sind. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Das gehen wir mal daher. Sind jetzt fast fertig alle. Das heißt, das könnten wir eigentlich rausgeben. Wir könnten schauen, dass wir da irgendwas anderes reintun. Ein Dreieckshandel vielleicht wieder. Geld ist wichtig. Geld ist wichtig. Nachdem wir mit Arabien sowieso keinen Handel getrieben haben. Wir sind im Bonus, ja, machen wir doch klar. So ausgeschaut, als hätten wir mehr Anteil an dem Ding gehabt. Können wir das bitte versenken, dieses Schippernakel? Wir haben es getan. Sehr gut. Nein! Wir haben Valletta als Stadtstaat verloren. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ja, Naturforscher bleibt da mal stehen. Muss ich mich jetzt nicht leisten dabei. Muss auch stehen. Daher. Das sind ihre Spezialeinheiten, die man benutzen. Nicht mehr lange. Sehr gut, sehr gut. So, was machen wir als nächstes? Urbanisierung, verbrannte Erde ist gut. Verbrannte Erde klingt gut für Kriege.
Also wir haben zwei Gesandte. Das ist gut. Und wir haben einen. Und wir haben das die Inspiration. Also alles ist gut. Na gut. Machen wir weiter. Aber gut, dass wir hier das Lager schon hergebaut haben. Das Lager ist jetzt sehr hilfreich gewesen. Schon mal. Okay, Musketier. Bewege ich mal in die Richtung. Ja, das können wir uns nicht leisten. Das heißt, du fährst einmal daher. Habt euch meinen Respekt verdient? Wollen wir der Welt? Ja, wieso nicht? Freundschaft ist gut. Allianz machen wir keine mehr. Idiot. Können wir bitte nicht meine Dings, meine Schippernackeln zerstören? Finde ich nett, dass du mit deinem Schippernackel weggefahren bist. Kann man das tatsächlich noch heilen? Es ist ein wunderschönes und wichtiges Monument und ein internationaler, interkultureller Schatz. Bis es von beiden Religionen harmonisch genutzt werden kann, was eine grandiose Idee wäre, sollte es ein säkuläres Gebäude bleiben, das beide Religionen ehrt, die zu seiner Schönheit beigetragen haben. Hagia Sophia, spricht man die aus, habe ich mal sagen lassen letztens. Nicht Hagia Sophia, obwohl die meisten Leute Hagia Sophia sagen würden. Was macht das Ding eigentlich? Missionare und Apostel können Religion einmal zusätzlich verbreiten, muss auf Flachland. Warum habe ich das gebaut? Einfach weil es cool ist. Offensichtlich. Wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, ändere die Fakten. Von Oxford klingt schon gleich viel besser als die Hagia Sophia. Da kann ich jetzt Forschungsabkommen machen. Ich bin mir sicher, dass Albert Einstein das nicht so gesagt hat. So, wir können einen Apostel bauen. Sollten wir vielleicht sogar wirklich machen. Einfach deshalb, weil wir Hagia Sophia haben, die unsere Apostel stärker macht. Und weil ich Mykene sowieso wieder zu unserem Glauben bringen will. So, was machst du? Du gehst da rüber. Wartest weiter. Aber in der Zwischenzeit können wir. Nein, das ist nicht da drinnen. Na gut. Du kaufst bitte das nächste Gebäude Feld. Sagt mir, dass das da eh auch in unseren Gemeindefeldern drinnen ist. So, schauen wir mal. Können wir das schon bauen? Ich fürchte nicht. Na gut, soll es sein. Schießen einfach. Oh, diese Mammutgruppen halten nicht allzu viel aus. So, du gehst dann den Hafen. Erstmal auf Heidi Heidi machen.
Stellung vor Tripolis. Die zwei Feldkanonen können wir zu einem Chor zusammenfügen vielleicht. Ich weiß nicht genau, aber er muss eine Religionsproduktion haben, eine Glaubensproduktion haben, die meine weit in den Schatten stellt. So wie es ausschaut. Bist du irre, was der für Missionare und Inquisitoren und was weiß nicht was alles hat, das gibt's ja wohl nicht. Hat der nichts anderes? So, da kann man Mauern bauen, das interessiert uns nicht. Was können wir in Athen noch bauen? Einen Archäologen. Der kostet 46 Runden. Bist du irre? Na gut, machen wir mal. Fangen wir mal. Warte mal. Aha, wie wäre es, wenn wir den kaufen? Können wir den Archäologen kaufen auch? 1300. Bist du doof? Das gibt's ja wohl nicht. Na, wir bauen einmal. Und hoffen einfach, dass die Produktion besser wird in der Zwischenzeit. Wieso sollte sie das werden? Athen ist das absolut hoffnungsloseste, was ich an Städten habe. Ist egal. Mhm. Drei Werkstätten. Vielleicht kommen die noch. Zwei Banken. Eine habe ich auf jeden Fall schon. Zwei Wohnviertel werden wahrscheinlich nicht passieren. Ich habe keine Ahnung, wofür ich Wohnviertel brauche. Salpetermine. Wir haben kein Salpeter in unserem Land. Sanitätsversorgung. Ich glaube, die Salpetermine ist rein theoretisch möglich, weil da gibt es die Möglichkeit. Musst du daher gehen und drauf warten. Na gut, machen wir weiter. So, ich bin gleich wieder da.
ist natürlich jetzt nicht so viel Zeit vergangen wie für mich, der ich diesen Teil rausgeschnitten habe. Irgendwas ist, kein Apostel befördern. Na, befördern wir ihn. Redner kann Region zweimal zusätzlich verbreiten. Bekehrer. Verbreiterung eliminiert 75% des existierenden Drucks durch andere Religionen in der Zielstadt. Gar nicht mal so schlecht in Dings. Übersetzer, die religiöse Verbreitung hat in den Städten anderer Zivilisationen die dreifache Stärke. Na, machen wir den Bekehrer mal. Machen wir den Bekehrer mal. Wird schon passen, oder? Apostel. Du ziehst nach Mykene und machst dort alles wieder gut. Ich hab echt keine Lust. Ja. Viel Geld haben wir, Argos. Wir würden ganz gerne dieses Gebiet da noch kaufen. Herzlich willkommen, das da kaufen. Ach, das ist so teuer alles. Ich bin ein Idiot. Es gibt ja die Politik, womit man diese Felder billiger kaufen kann. Das hätte ich nehmen sollen. Naja. Was weiß schon, ein dummer fremder Junge. Gut, Musketier. Forscherin. Du machst gar nichts. Ah, geschossen. Nur gleich mal plündern. Das ist auch natürlich auch eine Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Hin. Ach so, die kümmern sich um Karthago. Karthago wehrt sich wie blöd. Nicht gut, Karthago. Okay, Karthago wehrt sich nicht wie blöd. Ja, schießt nur auf meine Feldkanone, hat schon recht. Feldkanone wird euch gleich geben. Boom, zack, jetzt mal. Ich verstehe nur Freundschaft oder verbrannte Erde. Du musst definitiv noch an deinem Ding arbeiten. Na gut, totaler Krieg. Erträge durch Plünderungen werden verdoppelt. Na gut. Enteignung plus 50% Produktion für Siedler, Kosten für Landkauf um 20% reduziert. Ah. Militärorganisation, großer plus 4, großer Generalpunkt. Jo, okay, soll sein. Gut, Kolonialsteuer, nein. Enteignung. Macht das, es kann durchaus sein, dass das andere obsolet macht. Sicher sogar. So, dann machen wir doch glatt. Wo haben wir denn das jetzt da?
Die Enteignung statt dem Rationalismus. Ihr braucht schon Rationalismus, wenn er auch enteignen kann. Gut. Guru bleibt stehen. Daher. Schade, wir können noch nicht schießen. Wäre sehr schön gewesen. Oh, du wartest noch. Wobei man sagen muss. Warte mal. Wir kaufen weiter. Nein, ich kann das nicht kaufen. Warum nicht? Ach, gib bitte. So, warte mal ganz kurz. Hier. Das war Rika für Dral. So, wie machen wir das jetzt? Ah, da ging eines her. Schau, schau. Das sieht man dann sogar, wo man es hinbauen kann. Aber um ehrlich zu sein, da will ich eigentlich nicht herbauen. Ach, gib bitte. Na gut, bauen wir halt da her. Oder warte mal. Kann man da unten auch hinbauen? Ja, da können wir auch hinbauen. Bauen wir mal daher. Als erstes. So, ihr habt genügend Glauben gesammelt, um einen Missionar zu erwerben und einen Guru. Das ist mir eigentlich egal. Gesandte. Valetta hat keinen Souverän. Die wollen mich wieder als Souverän. Auf jeden Fall. Und ansonsten können wir keinen Souverän übernehmen. Auf jeden Fall jetzt nicht. Jetzt schauen wir mal Sansibar. Vielleicht noch den dritten zumindest mal. Ich habe einen dritten Gesandten auch. Wie ist das bei Sansibar? So, 7. Wir nicht hier dran. Achso, da sind wir die Nummer 1. Brüssel. 7. Wir könnten nach Brüssel 2 schicken und nach Valletta einen. Dann haben wir Brüssel übernommen und Valletta auch. Finde ich gut. So. Brüssel hat Saladin den Krieg erklärt, Valletta hat Saladin den Krieg erklärt. Vielleicht sollten wir uns auch anschauen, was kann denn Brüssel? Eure Städte erhalten plus 15% Produktion für Wunder. Hm. Naja, okay. Vielleicht bauen wir gleich eins. Urbanisierung. Eine Stadt auf 15 anwachsen lassen. Massenmedien wären eh ganz gut. Hm. 15, weiß ich nicht, wie lange das noch dauern wird. Halbe Ewigkeit wahrscheinlich. Na, spart das noch immer auf 13. Na gut. Oh, was können wir produzieren? Hey, Knossos kann was produzieren. Was machen wir denn da? Na, das Amphitheater kaufen wir uns. Wir machen, wir könnten einen Siedler bauen noch. Zavos, frage ich mich, ein Spion als nächstes.
Ach, gib bitte nicht den Knossen, das dauert so lang bei denen. Da noch eher ein Kornspeicher oder ein Monument. Kornspeicher. Wieso können wir uns am Amphitheater nicht kaufen? Weil wir die falsche weil wir die Religion nicht haben. Wir haben unsere Religion hier nicht. Finde ich nicht richtig. Und bauen das Amphitheater. Auch recht. So, eine Runde noch. Dann machen wir wieder Schluss für heute. Vielleicht sollten wir noch mal gehen. Warte mal. Ich bin ein blinder Hund. Der Mais und die Schokolade, die euch meine Dinger zu mir bringt, sind Geschenke für euch. Okay. Hervorragend. Ja, genau. Schießt auf das Schiff. Das ist mir sehr recht. Also, ich glaube, du kannst hier Religion verbreiten. Du Irrer. Ja, glaubt er. Zu Recht. Weil wir zu langsam sind, um ihn davon abzuhalten. Die Stadt kann schon schießen, sehe ich gerade. So, mit dem Musketier auch drauf schießen, damit sie irgendwann, dass sie möglichst schnell nicht mehr zurückschießen können. Technologisch sind die, glaube ich, hinten noch ein wenig. So, Produktion, faserlos. Mehr Gesamt. So, wie schon gesagt, wie viele Gesamte haben wir jetzt? Einen? Wo haben wir diesen einen Gesandten? Schickt man den mal daher.
Dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Geld noch. Stelle, Herrschaften, wünsche ich euch eine schöne gute Nacht oder einen guten Nachmittag oder sonst was. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.